gibt es ein Video. Und zwar habe ich von einer Abonnentin ein riesiges Paket zugeschickt bekommen. Einfach so. Der Karton ist von Schuhtempel. Da hat aber jemand viele Schuhe bestellt, ha? Der ist ja riesig. Oder es waren Moonboots oder so drin. Keine Ahnung. Einfach so zugeschickt bekommen von der lieben Katrin. Und damit sie auch sieht, wie ich das auspacke, mache ich das auch ganz frisch erst hier in diesem Video auf. Und das werde ich jetzt mal tun. Ich hatte doch hier zum Öffnen, schnipp, schnapp, professionell machen wir das. Und ich freue mich voll. Einfach so. Ich fühle mich so ein bisschen, als ob ich in deiner Schuld stehe. Mal gucken, vielleicht denke ich mir für dich auch noch was aus. Weil das ist ja riesig, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Das habe ich nicht erwartet. So. Oh, was lacht mich da an? Sie hat auch eine kleine Tochter, die ist, glaube ich, circa einen Monat älter als ich. Und da sind ein paar Sachen von ihr dabei und das finde ich supi. Und oh ja, eine Decke. Decken sind immer gut. Das ist, nee, ist das, doch, das ist eine Decke. Oder ist das ein Handtuch? Nee, das ist eine längliche Decke. Das ist ja cool. Seht ihr das Motiv? Eine Beachdecke. Ich habe mir nämlich den einen Tag überlegt, ich habe nur zwei Decken für Rumi. Also zwei schöne, die so schön kuschelig sind und so. Und ob ich mir da nicht nochmal eine Decke zulege und jetzt habe ich hier eine. Das ist doch super praktisch. Oh Gott, du bist so verrückt. Ich muss mir unbedingt noch was für dich ausdenken, sonst stehe ich doch in deiner Schuld. Oh, eine Strumpfhose. Eine pinke, süße Strumpfhose mit Schrüschen. Das ist sehr niedlich. Größe 62, 68. Genau die richtige Größe. Oh. Und ein Schnullihalter. Oh, ist der auch niedlich. Guck mal. Mit einem Teddybär. Ja, stimmt. Eigentlich, wir regen uns immer auf, dass die Schnuller wegkommen und eine Schnullerkette ist da die nächste Lösung. Oh, niedlich. Das ist ja cool. Was ist das für ein schönes? Ich muss erst mal vorher reingucken. Ah, das ist ja süß. Das ist eine Geschenktasche. Sehr witzig. So. Kann man hier so aufklappen, da? Und da kann ich was drin verschenken. Und ich weiß sogar schon, ich werde ja im Juli Tante. Und kann ich da was Nettes reintun. Für meine Schwägerin sozusagen. Boah, so viel. Ey, du bist wahnsinnig. Das ist immer so wie Waschlappen für den ganzen Körper. Das sind die von Baby Dream, das ist gut. Ich hatte nämlich die von Baby Love und da hat sie Pickelchen bekommen. Mal gucken, wie das mit denen ist. Weil ich fand das einfach super praktisch, die Idee, dass es mal so eine richtigen Waschlappen gibt. Die kann man einfach mal so ein bisschen Katzenwäsche machen. Aber die von Baby Love hat sie leider nicht vertragen. Das finde ich supi. Oh, wie krass. Eine BB-Cream, Mensch, sag mal. Womit habe ich das verdient? Ich wollte mir ja auch immer mal eine BB-Cream holen, aber ich bin dafür irgendwie zu geizig. Krass. Krass, krass, krass. Für jeden Hauttyp. Bin ja aktuell sehr hell. Ach, das sieht gut aus. Gucken. Riecht auf jeden Fall gut. Was heißt eigentlich dieses BB? BB-Cream. Ich weiß bis heute nicht, was das soll, aber hier... Passt. Cool. Krass, hey. Schnullis. Cool. Schnuller, ja. Unsere Schnuller ist irgendwie grundsätzlich immer irgendeiner verschwunden und wir haben jetzt immer nur noch einen, der gut ist und das ist dann natürlich super, dass da mit Schnuller mit dabei sind. Die sehen auch schön aus. Nierschweres drin. Hier die Tasche.
Ein Kulturbeutelchen? Bist du wahnsinnig? Ich mache hier auf und hier ist alles voll. Shiny Free Moisturizer. So Hotty Totty is never spotty. Was ist denn das? So Hotty Totty. Shine Free Moisturizer. Pores and Thrills. Pores and Thrills. Ich glaube, das ist eine Creme, ha? Huh? Body. Pores and Thrills. Shine. Müsste so ein Anti-Shine-Dings sein, wenn ich so im Englischen richtig übersetze. Boah, das riecht voll fruchtig. Cool. Closer, closer. Ja, doch, das ist fürs Gesicht. Das kenne ich ja gar nicht. Wo gibt's denn sowas? Ist ja schon eine coole Verpackung an sich. Handcreme. Oh, ich bin handcremesüchtig. Wusstet ihr das schon, dass ich handcremesüchtig bin? Ich muss mir immer zu meine Hände eincremen. Und ich wasche mir ja auch tausendmal am Tag die Hände. Und dann muss ich mich auch immer eincremen. Und kennt ihr das, wenn ihr unterwegs seid und ihr wart da mal auf dem öffentlichen Klo und habt keine Handcreme dabei und habt euch die Hände gewaschen? Oh, ich hasse dieses Gefühl, wenn die Hände nicht eingecremt sind. Und deshalb ist Handcreme genau die richtige, das Richtige für mich. Danke, danke, danke. Oh Gott, ey. Ich habe deine Adresse, da wird was kommen. Bodylotion, ja. Ich bin eincremesüchtig, egal ob Hände oder Körper. Ich klatsche mir alles jetzt hier drauf und probiere aus. Riecht da ein bisschen. Ein bisschen wie. Ah ja, Schokolade, ich wollte gerade sagen. Honig und weiße Schokolade. Tja, ihr könnt es leider nicht riechen. Balea, zeige ich eigentlich alles auch in die Kamera? Ja, doch. Ich bin so aufgeregt, dass ich es vielleicht gar nicht in die Kamera zeige. TT Sept. Oh, Bad. Kleopatra Bad, Milch, Honig und Mandelöl. Ey, ich werde wahnsinnig. Ich komme viel zu selten zum Baden in letzter Zeit. Durch meine kleine Terroristin. Cool, das sieht ja richtig aus wie Milch. Ey, krass. Einfach so schickt sie mir das zu. Einfach so. Duschgel. Ich kenne das alles gar nicht. Ich habe das alles noch gar nicht gesehen. Wo holst du denn das her? Aus welchen Ecken? Das erinnert mich auch an was. Karamell. Candy Love. Ja. Hast du irgendwie da noch ein spezielles DM mit speziellen Artikeln? Ich habe das alles noch gar nicht gesehen. Kaltwachsstreifen. Krass. Kaltwachsstreifen. Da kann ich mich enthaaren. Ich habe das noch nie gemacht, sowas. Ich rasiere seit Ewigkeiten, schon seit ich 12 bin oder so. Aber mit so einem Wachsstreifen habe ich das noch nie gemacht. Aber könnte man ja mal ausprobieren. Kaltwachs. Muss ich dann wahrscheinlich einfach nur so drauf klatschen. Cool. Crosshay, sag ich da nur. Ja, Stilleinlagen-Test. Von Stilleinlagen. Von Lansino, die sollen gut sein. Die hat mir mal jemand empfohlen und die sollen noch sehr groß sein, weil meine Babylove, die sind mir eigentlich immer zu klein, aber ich kaufe die trotzdem immer. Und nochmal Stilleinlagen von Nuke. Ich glaube, die von Nuke, die hatte ich auch schon mal und ich glaube, die fand ich auch gut. Weil die so schön schmal sind. Ich finde die von Babylove ja auch so dick. Und dann zeichnen die sich so ab. Und noch ein Stilltierchen. Das ist ja süß. Riecht man nicht durch, ist eingepackt. Und was haben wir hier noch? Bübchen. Das war bestimmt hier in diesem Täschchen drin. Krass, 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 krass. Ich werde gar nicht drüber fertig, du Maus, ey. Dusch das Traumland. Davon hatte mal, ich gucke ja auch immer mal so Beauty-Gurus und da hatte mal irgendeine immer von geschwärmt, von diesen Traumland-Deos. Ich probiere es aus. Riecht angenehm. Sinnlicher Duft, Parfüm, sensuell, aber ohne Alkohol. Das ist gut, es brennt immer so nach dem Rasieren. Und wieder was für meine Wickeltasche, das finde ich immer gut. Babytreme oder Zartcreme. Naja, Zartcreme brauche ich nicht in der Wickeltasche, aber das kann ich trotzdem verwenden. Ich liebe immer diese kleinen
süßen Döschen, das finde ich immer total niedlich. Die ist ganz klein. Finde ich immer süß. Hab da oben alles voll stehen mit so einen kleinen süßen Dingern. Oh, hier geht es schon wieder weiter. Hilfe! Hilfe, Hilfe! So, dann haben wir eine Pinkbox. Ich hatte mal, diese Pinkbox hatte ich mir mal auch mal geordert. Und die habe ich mir, glaube ich, dreimal zuschicken lassen. Von der ersten war ich ja noch begeistert, aber von den nächsten beiden nicht so. Und dann hatte ich die wieder abbestellt. Aber die Box fand ich echt praktisch. Und ich hatte da mal meine Schminke drin. Und dann ist mir aber mal irgendwas ausgelaufen drin und dann habe ich die Box weggeschmissen. Jetzt habe ich wieder so eine Box. Guckt. Das ist ja, ich weiß auch nicht, das ist ja, das ist mehr als Weihnachten. Also zu Weihnachten habe ich nicht so viel bekommen. Clemenceau, Thomas Sabot. Thomas Sabot hat schöne Kettenanhänger. Aber Parfüm habe ich noch gar nicht. Muss sparsam. Könnte ja fast auch. Naja, doch, und so ein bisschen könnte es auch mein Freund tragen. Aber es ist für Women. Aber es riecht gut. Ihr könnt es nicht riechen, da könnt ihr doch mal eure Meinung sagen. Aber ich kann mir das auch an meinem Freund vorstellen. Der trägt auch so ein bisschen außergewöhnliche Düfte. Nicht immer nur so eine langweiligen Männerparfüms. Thomas Sabot. Eine Mascara von L'Oréal Paris, die sieht teuer aus. Katrin, 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 du. Ach, das ist hier mit so einem Gummi-Applikator. Das habe ich ja noch nie ausprobiert. Ich probiere es aus. Und es ist wirklich witzig. Ich habe vorhin überlegt, ich habe immer von P2 so eine große. Und die ist ja schon fast alle, habe ich mir gedacht. Und ich bräuchte ja mal bald eine neue. Tada, man hat mich erhört. Das ist total witzig. Oh ja, Heilerde-Maske finde ich gut. Habe aktuell auch wieder ein paar Pickelchen hier unten. Und da ist das Supi. Ganz viele Pröbchen. Ach, ich bin ja sowieso so ein Pröbchenfreak. Ich liebe Pröbchen. Bodylotion. Lotion. Nivea All-in-One. Täglicher Tiefenreiniger. Probiere ich alles aus. Wird alles auf. Ah! Das ist gut. Die Kaufmannscreme, weil ich hatte vorher von Baby Dream so eine Wind- und Wettercreme. Und den einen Tag war es recht kalt und da war ich mit meiner Kleinen auch recht lange draußen. Und dann hat sie irgendwie in Verbindung mit der Kälte und der Creme so ein bisschen rote Punkte bekommen. Und deshalb nehme ich die nicht mehr. Und dann hatte mir sowieso mal jemand empfohlen, diese Kaufmannskindercreme. Dass die besser ist, weil da kein Wasser mehr dran ist. Und das ist supi. Brauche ich sie mir nicht kaufen. Krass. Krass, 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 krass. Also echt. Boah, ey. Habe ich das verdient? Oh, wieder so ein kleines Fläschchen. Oh, ich liebe die kleinen Fläschchen. Kann ich aufheben. Da kann Romy dann, wenn sie so ein bisschen spielen kann, für ihre Püppchen benutzen. Verwöhnende Softmilk. Alles so eine kleine, wieder so eine kleine Softcreme. Sag mal, das ist. Oh, Sebamed. Ich bin Sebamed-Freak. Sebamed. Oh, Sebamed. Sebamed-Pflegelotion. Und die habe ich auch in groß da. Die ist gut. Also ich. Ich vertraue Sebamed einfach irgendwie, ich weiß nicht. Eher als wenn ich so Pflegelotion von irgendwo anders nehme. Nochmal Sebamed-Lotion, das ist aber für mich. Oh, die sind so niedlich klein. Oh, sorry, meine Nase juckt schon wieder. Ich höre schon auf. Funktioniert eigentlich mein Autofokus? Bestimmt wieder nicht. Ja, es ist noch lange nicht vorbei, Leute. Dolce und Gabbana. Ey, das ist ja hier wie Samt. Guckt mal. Was ist das? Was ist das? Also, Weihnachten, Ostern, Geburtstag zusammen. Oh,
Oh, wie süß. Oh, das ist ja niedlich. Sag mal, wo hast du denn das alles her? Das ist ja krass. Muss ich mir drauf machen? Es sieht kostbar aus, ich muss nur ein bisschen nehmen. Ich bin aber bei Parfüm so geizig, wenn ich mal ein gutes habe. Oh, ich habe mir hier vorher, glaube ich, irgendwas drauf geschmiert. Aber es riecht. Es riecht angenehm. Aber in Verbindung mit dem, was ich hier drauf geschmiert habe, weil das hier riecht anders, als wenn ich hier rieche. Es riecht auf jeden Fall so ein bisschen frisch. Ich mag halt so diese ganz, ganz, ganz schwülstigen, aufdringlichen Düfte nicht. Und das ist hier bei dem nicht. Aber das, der Flakon ist ja mal voll niedlich, oder? Ich liebe sowas, so eine kleinen, winzig kleinen Fläschchen. Das ist ja irgendwie ganz viele coole kleine Pröbchen. Hast du bestimmt eine gute Quelle, wo du das immer herkriegst, ha? Ich rieche jetzt gerade nur das Parfüm. Oh, jetzt habe ich mich fast angespritzt. Weg mit der Parfümhand. Oh ja. Vanille und Macadamia. Krass. Brauche ich mir jetzt erstmal hier die ganze Weile nicht Duschbad und Lotion zu holen, ha? Noch eine Handcreme. Sie hat zu mir geschrieben, sie hat ein paar kleine Sachen für mich zusammengepackt. Und dann kommt ihr so ein Paket an. Handdesinfekt. Oh, das ist supi. Ich schleppe nämlich immer jetzt in meiner Wickeltasche dieses große Ding mit von Balea, weil ich das in klein noch nicht gesehen habe. Potion. Parfümprobe. Geht die irgendwie auf? Krieg's nicht auf. Habe ich's gezeigt? Kenne ich nicht. Potion habe ich noch nicht gehört. Aber ich glaube... Oh! Warte mal. Man, an der Hand riecht das jetzt hier alles nach dem Parfüm. Oh ja, das riecht gut. Das erinnert mich auch irgendwie an was. An ein Parfüm. Doch, das mag ich. Doch. Das ist cool. Ich bin nämlich auch, nebenbei bemerkt, ein Parfüm-Freak. Aber die sind immer so teuer. Ich glaube, das ist ein kleiner Mascara. Steht Mascara drauf. Sehr süß. Süß. Auch mit so einem Applikator, mit so einem Gummi-Applikator. Ach, wäre das schön, wenn ein blöder Autofokus gehen würde. Das finde ich wirklich gut. Weil Mascara ist ein echtes Verschleißprodukt bei mir. Hab ja immer Mascara dran. Ich habe schon wieder an meine Nase gejuckt. Mir fällt was ein. Ich muss auf die Zeit achten. Schon wieder fast vorbei. Ey, aber ich bin noch lange nicht fertig. Muss ich noch einen zweiten Teil machen. Cole Diamond, Sylvie van der Vaart. Noch ein Parfümprobe. Ich finde es aber echt gut. Weil, wie gesagt, ich liebe Parfüm. Nase. So. Krieg's nicht auf. Sylvie van. Oh, jetzt habe ich es zerrissen. Shit. Sylvie van der Vaart macht Parfüm. Oh, hier sind sogar zwei drin. Gleich ist die Zeit um. Oh, das klingt gut. Watermelon und so. Wie ist denn... Ach, ich versuche das mal. Also wie gesagt, an der Hand hier kann ich... Ey, das riecht echt gut. Watermelon, karibische Früchte. Middle Note ist genau aufgeschrieben. Die Noten davon. Gleich kommt der Schwenker. Oh, das riecht gut. So, jetzt muss ich mal kurz zurückziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder.
Wie gesagt, mit dieser Kamera kann man nur 20 Minuten Film drehen, warum auch immer. Ein Lipglossy, sogar in meiner Farbe, denn ich mache nicht gerne so hier übelst knallige, ich zeige euch das immer gar nicht, weil ich bin da, so da, von Art Deco. Krass. Krass. Ja, und ich mag so eine Beige-Töne. Ich finde einfach, die stehen mir am besten. Also könnt ihr jetzt mir nicht knallroten Lippenstift oder so dran machen, dann sehe ich aus wie, ja, ich weiß auch nicht, wie eine Transe oder so. Oh nee. Pure and Sensitive Body Lotion von Darf. Also wie gesagt, so mit Duschbad und Lotions und Mascara habe ich erstmal ausgesorgt. Lavera Baby- und Kinderpflegecreme. Lavera ist auch eine gute Marke. Nagellack. Oh Gott. Gel Look Polish Volume Gloss. Cool. Auf die Nägel mache ich mir gerne mal Farbe. Wobei das aktuell so ein bisschen zu kurz kommt. Weil ich ja doch nicht so die Zeit dafür habe. Aber die Zeit wird wieder kommen. Und die Farbe finde ich echt geil. Weil, wie ihr vielleicht so ein bisschen sehen könnt, ich mag auf jeden Fall rosa und pink. Aber halt nicht so klamottenmäßig. Steht mir nicht so gut. Leider. Wenn es mir stehen würde, würde ich es bestimmt machen. So. Oh. Jetzt riecht aber irgendwas echt gut. Und ich weiß gar nicht mehr. Das hier hinten. Das war dieses Potion. Das riecht echt geil. Viele Parfüms entwickeln ja ihren Duft erst. Ist das hier so ein Topper oder ist das hier so ein... Vor allem Essie. Essie ist doch auch teuer. Ich darf nicht immer hier in meinen Ostakzent rutschen. Glitter, Glitter. Das ist kein Topper. Ich glaube, das ist so ein richtiger. Cool. Ja, ich muss mal ein bisschen wieder mehr für mich tun. Jetzt laufe ich auch rum wie Schluppi. Aber egal. Oh, ein Lidschatten. Mein Lidschatten von Catrice. Das ist gut. Lidschatten benutze ich auch immer. Und der schimmert. Und das finde ich gut, dass der schimmert. Ich nehme nämlich nur Lidschatten, der schimmert. Krass. Lidschatten Quattro. Geil, da kann ich gleich mir hier so ein komplettes Augen-Make-up zaubern. Mache ich das nächste Mal dran. Zu meinem Wochenupdate. Ich habe ein bisschen was zu erzählen in meinem Wochenupdate. Ist einiges gewesen. Aber dazu dann später mehr. Lippenstift. Das ist so eine Knallfarbe, wo ich echt nicht weiß. Wenn ich jetzt mal drauf mache, ich habe ein bisschen was dran. Ich mache ihn drauf. Und ich trage ihn für den Rest. Ah, nicht umfallen. Was ist denn das für ein scheiß Kosmetiktuch? Der zerreißt ja total. Und ich trage ihn für den Rest des Videos. Katrin, du? Aber vielleicht sieht er ja gut aus. So. Ich finde meine Lippenform auch nicht so schön. So, Leute. Jetzt will ich eure Meinung hören. Saß ich mit knalligem Lippenstift? Was sagt er dazu? Also in der Kamera geht's. Aber ich finde meine Oberlippe so schmal. Die ist nicht so schön voll. Aber es geht. Ich hatte mal so einen richtigen roten und da sah ich aus wie... Weiß ich nicht. Wie Leder Sanddorn. Oh, ich liebe Sanddorn. Ich esse es gerne und ich rieche es gerne. Ich habe es euch schon wieder nicht gezeigt. Es ist eine Lotion. Und dann ist die Box alle. Ich werde wahnsinnig. Was aber nicht heißt, dass das Paket jetzt alle ist. Das finde ich natürlich geilo.
Ich bin nämlich totaler Schoki-Freak. Und die hatte ich doch gar nicht. Loufflé. Ich hätte die Loufflé, aber hier die so mit Karamell drin. Oh, so, das sind jetzt bestimmt die Klamottis von ihrer kleinen süßen Maus. Oh, voll der Schlafsack. Cool. Größe 70, perfekt. Die kommt als nächstes. Noch passt sie in ihre 56er rein. Oh, der schön weich. Kuschi, kuschi. Cool. Krass. Krass, 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 krass. Ah, ein süßer Body. 50-56. Der sieht aber größer aus als 50-56. Der wird dir jetzt sicherlich noch passen. Der ist süß. Der ist echt süß. Oh, der ist auch süß. Auch 50 sieht auch größer aus. Passt rein, dicke. Mit einem Häschen. Oh, wie niedlich. Noch ein Body. Oh, mit Schleifchen. Der ist wieder 56 und dann sieht man wieder, dass der kleiner ist als 50-56. Also manchmal denke ich, wenn sie die Größen verteilen, dann werfen sie einen Würfel oder so. Aber ich möchte meinen, sie passt da jetzt gerade noch so rein. Sie ist ja eher eine zarte. Oh, die ist ja geil. Mit Füße. Gestreift. Seht ihr das eigentlich? Die kleinen Füße. Süß. Größe 62. Ja, das haut hin. Oh, was ist denn das für ein geiles Teil? Ach, hier so ein Set. Neu aus, ey. Das ist hier so ein Set und das ist ja mal total zauberhaft niedlich. Mit Blümchen und Herzchen. Und hier oben wieder so eine Schleife. Oh, traumhaft, ey. Das ist genau mein Geschmack für meine Kleine. Wir verstehen uns, Katrin. Ja, müsste sie auch noch reinpassen. Sie ist schlank. Mit Füße. Das ist gut. Hat nämlich immer Eisbeine. Eine. Sieht alles so neu aus. Nicht, dass du das alles neu gekauft hast. Toppi Mini, ein Strampler. Ey, voll süß. Kitty, kitty. Ein schickes Oberteil. Kann man im Rücken knöpfen. Finde ich auch gut. Mit Pünktchen. Mir tun sogar schon vom vielen Hochhalten meine Arme weh, weil ich so viel zeigen muss, weil das so viel ist. Ah, und das nochmal an Rosa. Das ist nochmal die gleiche Machart. Mit Knöpfen hinten. Größte 56. Muss ich jetzt anziehen. Dann passt's noch. Also sie passt jetzt perfekt in die 56 rein. Sie ist ungefähr 57 cm jetzt. My Funny Dance Scribble Forest. Oh, das ist süß. Und das letzte Teil, das wirklich letzte Teil, eine süße Kordhose. Die sieht auch so aus, dass ich sie jetzt schon anziehen kann. Größe 62, naja, die sieht ein bisschen kleiner aus. Mit so. Also, Katrin, du bist ja wohl ein bisschen wahnsinnig, oder? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, danke, 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 danke. Das ist natürlich das, was ich sage. Und ich habe deine Adresse. Vielleicht kommt da bei dir auch mal was ins Haus geflattert. Weil das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Mach zu, Hase, ich mache gerade ein Video. Und mein Freund ist nach Hause gekommen. Und ja, also wirklich, wirklich toll. Ich freue mich wie ein Schneekönig. Und ja... Vielleicht gefällt es den anderen Zuschauern ja auch. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, was ich schon sehr bald hochladen werde. Nämlich das Wochenupdate. Da war nämlich einiges in unserer letzten Woche. Na? Gut, ihr Süßen. Ich danke fürs Zuschauen und ich danke natürlich der Katrin nochmal extra.
Und knuddel deine Kleine von mir und wir sehen uns. Tschüss.